Was hat sich bei der Impferei in den letzten Jahrzehnten verändert und welche Auswirkungen hat das auf unsere Kinder, speziell auf die Psyche unserer Kinder? Das ist das Thema, über das ich mich heute mit Friedrich Klamroth unterhalten möchte. Hallo, Herr Klamroth. Sie sind lange Zeit Lehrer gewesen und haben da über Jahrzehnte auch beobachtet, dass sich das Wesen der Kinder sehr stark verändert hat. Was war für Sie der Anlass, sich mit der Impferei zu beschäftigen und dann zu recherchieren? Der wichtigste Anlass war wohl der, Erfahrungen, Impferfahrungen mit unserem eigenen Sohn. Er war in den ersten 4 Jahren ein völlig unauffälliges Kind, leicht zu führen, immer guter Laune, konnte sich gut alleine beschäftigen, es gab also keine Probleme. Dann erhielt er im Alter von 4 Jahren eine Fünffachimpfung. Dann veränderte er sich in seinem Wesen ganz schnell innerhalb kurzer Zeit. Aus dem einzigen Sonnenschein ist ein Problemkind geworden. Er wurde hyperaktiv, aktiv und entwickelte auch einige andere Verhaltensauffälligkeiten. Auf welches Material sind Sie so gestoßen, als Sie angefangen haben, so den Zusammenhang Impfungen, Seele, Psyche zu recherchieren? Was hat Sie da besonders beeindruckt? Ja, da kam vieles. Ich habe natürlich daraufhin Bücher gelesen und da fand ich bestätigt, dass diese Beobachtungen bei unserem Sohn kein Zufall waren. Ich denke mal, das entscheidende Buch war wohl das Buch von Harris Coulter, dem Amerikaner, mit dem Titel Impfungen, der Großangriff auf Gehirn und Seele. Dieses Buch habe ich bestimmt 3-mal durchgelesen, weil es so eindrucksvoll war. Welche Auswirkungen auf Seele und Psyche haben Impfungen denn? Wie kann man sich das so vom Ausmaß her vorstellen? Welche Symptome, welche Krankheiten werden durch das Impfen verursacht? Ja, diese Symptome sind natürlich sehr vielfältig. Mein Interesse gilt natürlich oder galt natürlich besonders den psychischen Symptomen. Ja, das ist eine große Bandbreite. Eigentlich alle Bereiche betrifft das. Also wenn es jetzt um Hyperaktivität geht, da geht es dann um Unruhe, um nicht stillsitzen können, um Unkonzentriertheit. Und das kann gehen bis hin zu aggressivem Verhalten. Wieso können Impfungen so etwas verursachen? Können Sie mir das so ein bisschen erklären? Ja, also was ich so der Literatur entnommen habe, in den Impfstoffen befinden sich ja viele Giftstoffe und diese Giftstoffe, die gehen in den Körper und werden dann auch auf irgendeinem Wege über das Blut ins Gehirn gebracht. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass es Fehlschaltungen im Gehirn gibt. Das wird also auch von ganz vielen Ärzten, die sich mit Impfungen beschäftigen, die sich mit Impfungen kritisch beschäftigen, bestätigt. Beziehungsweise die haben das auch so in ihren Büchern dargestellt oder auch in Vorträgen. Wie haben sich denn die Impfungen quantitativ und qualitativ seit den 70er Jahren, was hat sich da geändert? Ja, das ist eine ganz entscheidende Sache. Zu Beginn der 70er Jahre, da gab es gerade mal 5 Impfdosen in den ersten 6 Lebensjahren. Ich möchte mich jetzt hier auf die Kleinkindzeit oder auf die Vorschulzeit beziehen. Das war also noch bevor die STIKO, die Ständige Impfkommission, ins Leben gerufen wurde. Ja, und dann ab 1972 wurde dann die STIKO aktiv und hat die immer mehr Impfungen empfohlen. Da gibt es so verschiedene, das ging nicht kontinuierlich, da gab es so verschiedene Stufen. Bis 1990, also bis zur deutschen Einheit, da waren es auch noch immer relativ wenig Impfungen. Da wurden gerade mal 14 Impfdosen für diese Altersstufe empfohlen.
Und dann gab es schon einen starken Sprung, fast eine Verdoppelung von 14 auf 27. Das war also 1991. Da waren wir also bei 27 Impfdosen. Ja, und jetzt heute, gut 20 Jahre später, da sind wir angelangt bei gut 40 Impfdosen. Ergänzen muss man noch, es sind davon 33 Impfdosen im ersten Lebensjahr, während es noch Anfang der 70er Jahre nur eine einzige Impfung gab, die für diese Kleinkinder vorgesehen war. Was hat sich denn, was hat sich in den letzten 40 Jahren, sag ich mal, von der Anzahl und auch von dem Zeitraum, in dem der Hauptteil der Impfung verabreicht wird, was hat sich da verändert? Ja, ich würde sogar sagen, an drei Stellen hat sich da etwas deutlich geändert. Das eine ist die Anzahl, also eine Erhöhung der Impfdosen von 5 auf 40 in den ersten 6 Lebensjahren. Das zweite ist das frühe Impfen. Heute werden 33 Impfdosen bereits im ersten Lebensjahr verimpft. Damals war es nur eine einzige. Das dritte wäre das frühe Impfen. Beschreiben Sie doch mal, sag ich mal, die Probleme. Wann haben Sie eigentlich angefangen, Lehrer zu sein? Wann war das? Ja, meine Lehrtätigkeit begann im Jahre 1966. Welches Ausmaß hatte das Problem mit verhaltensauffälligen Kindern Mitte der 60er Jahre? Also in meinem Fall an meiner Schule tendierte das gegen null. Also ich hatte praktisch keine Probleme mit solchen Kindern, mit schwierigen Kindern. Und ich erinnere mich noch daran, wenn es Elterngespräche gab, da ging es also niemals um Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltensdinge, sondern dann wirklich um Lerndinge. Zum Beispiel, Ihr Kind, das muss noch ein bisschen das 1x1 üben oder es muss noch ein bisschen Lesen üben. Auch in der Rechtschreibung klappt es noch nicht so gut. Also diese Dinge hat man mit den Eltern besprochen. Das heißt, ich habe mich bei den Eltern nie irgendwie über die Kinder beklagen müssen. Und wenn wir das jetzt mal von losgelöst, sage ich mal, von Ihren persönlichen Erfahrungen sehen, Sie haben ja auch Kontakt zu Lehrern an anderen Schulen und so weiter über die Jahrzehnte gehabt. Betrachten wir das mal auf einer etwas globaleren Ebene. Welche Probleme hatten Lehrer Mitte der 60er Jahre mit verhaltensauffälligen Kindern? Und beschreiben Sie doch mal, wie sich das verändert hat. Also ich hatte damals natürlich mit vielen jungen Kollegen Kontakt, mit denen ich auch noch in der Ausbildung war. Das war ja die zweite Ausbildungsphase. Und so viel ich weiß, ging es den anderen eigentlich praktisch genauso wie mir. Das war überhaupt kein Problem. Wenn wir uns da über Schule unterhielten, ging es noch immer darum, wie hast du das gemacht, wie hast du das eingeführt, wie hast du das 1x1 mit denen geübt oder wie hast du das Lesestück mit denen geübt. Aber wir haben uns praktisch nie über irgendwelche schwierigen Kinder unterhalten müssen. Wenn das vorkam, dann muss das extrem selten gewesen sein. Und mit welcher Situation haben Lehrer bezüglich Verhaltensauffälligkeiten heute zu kämpfen? Ja, erstmal meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe den Eindruck, die Beschäftigung mit Verhaltensproblemen, hat einen immer größeren Anteil an unseren Bemühungen eingenommen. Die Vorbereitung des Unterrichts oder der Unterrichtsstoff, der trat eigentlich immer mehr in den Hintergrund. Die wichtigste Überlegung war immer, wie kriege ich jetzt die Kinder dazu, dass die also auch eine gewisse Aufmerksamkeit entwickelten, damit die dem Unterricht überhaupt folgten. Und das heißt, früher haben wir gelernt, wir müssen den Unterricht spannend machen, nicht gut vorüberlegen, wie gehen wir da ran. Das hat auch früher, also Ende der 60er, auch noch bis Mitte der 70er oder in den 70er Jahren gut geklappt. Und das klappte so in den letzten 10, 20 Jahren also immer schlechter.
Also man musste schon auf andere Dinge zurückgreifen. Also allein durch das Unterrichtsmaterial, durch die Vorbereitung, durch die Gestaltung des Unterrichts wurde es immer schwerer, dadurch alleine die Aufmerksamkeit der Kinder zu bekommen. Inwieweit hat sich das Unterrichtsniveau, also das sage ich jetzt mal, das Bildungsniveau der Schüler in den letzten 40 Jahren entwickelt? Also nach meinen Erfahrungen hat sich das also sehr negativ entwickelt, obwohl ich nach meiner Meinung das Schulsystem eher verbessert hat. Man hat also bessere Unterrichtsmethoden entwickelt. Wir haben auch Gruppenunterricht gemacht, wir haben Partnerarbeit gemacht und so. Das war alles Dinge, die es vor meiner Zeit noch nicht gab. Und ich denke auch wenn ich an meine Schulzeit denke, dass wir dann interessanteren Unterricht gemacht haben, als wir es damals erlebt haben. Das Nachlassen des Niveaus der Schüler, ist das alles nur eine Sache mangelnder Aufmerksamkeitsfähigkeit oder spielen da andere Dinge auch noch mit hinein? Ich nehme an, da spielen zwei Dinge eine Rolle. Also einmal ist es auf jeden Fall die mangelnde Aufmerksamkeit oder die mangelnde Konzentrationsfähigkeit. Denn was nützt einem Kind eine große Intelligenz, wenn es gerade mal 5 Minuten schafft, am Unterricht teilzunehmen? Nicht? Die kriegen ja einfach nichts mit, wenn der Lehrer was erklärt oder auch wenn es mal sich mit anderen Kindern selbst etwas erarbeiten soll. Aber ich denke schon, dass auch ein zweiter Aspekt eine Rolle spielt, außer der fehlenden Aufmerksamkeit. Das ist, dass da also noch, dass es im Gehirn eine spezielle Störung geht. Also das wäre also auf der einen Seite die Legasthenie. Also wo auf irgendeine noch nicht ganz erkannte Weise, vielleicht ist es das Lesezentrum oder das Rechtschreibzentrum, dass das nicht mehr zu 100% arbeitet. Oder eben die Dyskalkulie, da arbeiten bestimmte Gehirnareale nicht mehr so, wie es eigentlich sein müsste. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen der Zunahme der Impfungen und der Einrichtung der ständigen Impfkommission STIKO am Robert-Koch-Institut? Ja, nun, das ist natürlich ein ganz entscheidender Zusammenhang. Denn das Robert-Koch-Institut bzw. die STIKO, die bestimmt ja quasi, wie viele Impfungen es gibt. Es heißt zwar Empfehlungen, aber man kann also, das ist aber weit mehr als Empfehlungen. Das ist fast schon so etwas wie eine, ja, wie soll ich sagen, das geht über eine Empfehlung hinaus. Das ist schon ein gewisses Muss. Welche Erfahrungen haben Sie so gemacht, wenn Sie mit anderen Lehrern mal so ein bisschen versucht haben, das Thema Impfung zu thematisieren und gesagt haben, hier, guck doch mal, da gibt es Unterlagen, das hat diese und jene Nebenwirkungen auf das Gehirn. Haben Sie da mal positives Echo bekommen? Einige wenige haben sich dafür interessiert, aber die große Masse will sich damit anscheinend nicht näher befassen. Das betrifft die Impfungen allgemein auch und auch nicht allzu sehr oder vielleicht sogar noch viel weniger der Zusammenhang zwischen Impfungen und Konzentrationsstörungen oder allgemein zwischen Impfungen und Verhaltensauffälligkeiten. Gibt es da vielleicht auch politische Interessen? Ich meine, anscheinend nimmt es jeder hin, dass die Schüler immer schlechter werden. Warum ist, sag ich mal, eigentlich müsste man doch dankbar sein, dass da mal Leute kommen und sagen, schaut doch mal, hier und da könnte eine Ursache dafür vorliegen. Es ist wohl so, auf höherer Ebene interessiert sich kein Mensch dafür. Sagen wir mal, Kultusministerium oder diejenigen, die die Lehrer ausbilden, die interessieren sich für dieses Thema überhaupt nicht. Das ist mein Eindruck. Oder nur in Ausnahmefällen, aber ich kenne solche Leute fast gar nicht. Neben den geistigen
intellektuellen Auswirkungen wird ja auch immer wieder von Impfkritikern das Argument gebracht, dass immunologisch durch die Impfung großer Schaden angerichtet werden würde. Welche Probleme waren Allergikerkinder früher zu ihrer Zeit an der Schule und wie sieht das Ganze heute aus? Also ich weiß, in den ersten 5 Jahren meiner Lehrertätigkeit, das war so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, hatte ich kein Kind, was mit irgendeiner Allergie zu tun hatte. Das hat sich natürlich heute geändert. Nicht? Wenn man die Literatur studiert, dann stellt man fest, dass also etwa so ein Drittel bis zur Hälfte aller Kinder unter irgendeiner Allergie leidet. Und Impfungen sind da für Sie die einzige mögliche Ursache? Nein, ganz sicher nicht. Aber ich glaube, ich gehe schon davon aus, dass Impfungen eine entscheidende Ursache für diese Entwicklung sind. Also ich denke, hier muss man auch andere medizinische Dinge sehen, zum Beispiel die Anwendung von Antibiotika oder anderer Medikamente, dann natürlich die Nahrungsmittel, die immer häufiger irgendwelche Zusätze erhalten und so weiter. Aber die Impfung darf man auf keinen Fall ausschalten.